Hallo meine lieben Foodlover, heute habe ich ein Rezept für diese leckere Low Carb und Keto Ostertorte für euch. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Die Torte ist der absolute Hingucker. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Für den Biskuitteig benötigt ihr folgende Zutaten: 100 Gramm gemahlene Mandeln, 60 Gramm Pudererythrit, 4 Eier der Größe M, einen halben Teelöffel Natron, etwas Zitronensaft und etwas Vanillearoma. Zunächst die Eier trennen. Dann die Eiweiße steif schlagen. Wenn die Masse schon etwas steif geworden ist, könnt ihr das Pudererythrit langsam einrieseln lassen. Zum Schluss noch das Vanillearoma und den Zitronensaft hinzugeben. Das Natron mit den gemahlenen Mandeln vermischen. Dann nach und nach die Mandelmischung und die Eigelbe zu der steif geschlagenen Eiweißmasse geben und unterheben. Die Masse dann auf einem Backblech verteilen. Ich habe als Unterlage eine Dauerbackmatte genommen, damit ich den Biskuitboden später besser von dem Backblech bekomme. Ihr könnt aber auch einfaches Backpapier verwenden. Ich habe den Teig so ausgebreitet, dass er auf meine Osterschablone passt. Den Link zu der Schablone findet ihr in der Infobox. Ich habe auch einen Backrahmen zur Hilfe genommen. Die Maße waren ca. 30 x 26 cm. Der Biskuitboden kommt dann bei 170 Grad 17 bis 18 Minuten in den Ofen. Kommen wir nun zur Zubereitung der Creme. Hierfür benötigt ihr folgende Zutaten: 300 Gramm Mascarpone, 200 Milliliter Sahne, 50 Gramm Pudererythrit, 1 Esslöffel Flohsamenschalen, etwas Zitronensaft und etwas Vanillearoma. Zunächst die Sahne aufschlagen. Vorsicht, das spritzt etwas. Dann das Pudererythrit, den Zitronensaft und das Vanillearoma hinzugeben und weiter aufschlagen. Anschließend die Mascarpone hinzugeben. Zum Schluss noch die Flohsamenschalen hinzugeben, damit die Masse fester wird. Die Masse dann eine Stunde im Kühlschrank kalt stellen. Wenn der Biskuitboden abgekühlt ist, könnt ihr den Backrahmen von dem Boden lösen. Dann könnt ihr die Osterschablone ausstechen. Ihr solltet das natürlich nicht auf der Dauerbackmatte machen, die geht euch nämlich sonst kaputt. Legt den Biskuitboden am besten auf ein großes Holzbrett oder ein Schneidebrett aus Glas. Wenn ihr die Form ausgeschnitten habt, könnt ihr den restlichen Teig entfernen. Legt den ersten Osterhasen dann auf einen Servierteller. Seid hierbei besonders vorsichtig bei den Hasenöhrchen, damit euch diese nicht abbrechen. Nehmt am besten einen großen Pfannenwender zur Hilfe. Dann die Creme in einen Spritzbeutel füllen und auf dem ersten Osterhasen verteilen. Thank you.
Dann den zweiten Boden auf die Creme legen und die restliche Creme auf dem Boden verteilen. Zum Schluss könnt ihr noch Heidelbeeren und Himbeeren verwenden, um das Ganze schön zu verzieren. Viel Spaß beim Nachbacken! Hier seht ihr noch die ungefähren Nährwerte für eine von 8 Portionen.